Hier die Stimmen der deutschen Meister. Also wenn es die dritte Meisterschaft ist, welche war die wertvollste von den dreien, Jochen? Wir sind alle toll. Herr Land, alles klar. Wir sind alle toll. Die ersten zwei waren doch recht unerwartet. Jetzt mit dem enormen Druck und die lange Zeit ohne ist auch fantastisch. Wir haben eine tolle Mannschaft und fühlt sich einfach super an. Ist geil. Ich fand, das war hochverdient heute, weil irgendwann war Ingolstadt einfach platt, hatte man das Gefühl. Ingolstadt ist gut rausgekommen, hat ein paar Chancen gehabt. Überzahlspiel hat dann bei denen nicht geklappt. Aber ja, haben trotzdem das erste Tor geschossen, aber wir haben ruckzuck die Antwort gefunden. Und das, glaube ich, hat die Mannschaft ausgemacht. Das ist egal, wenn ein Gegenschlag ist, wissen wir sofort die Antwort zu haben. Und ist öfters passiert in Wolfsburg-Serie auch. Und ja, das Vertrauen war immer da in deinen Mannschaftskameraden, deinen Gegenmann und ja, ein geiles Gefühl. Die Tatsache, dass du MVP wurdest, bedeutet was Besonderes für dich? Fragezeichen. Ich bin froh, dass wir Meister sind. Ich habe mein Bestes gegeben, dass ich jetzt mit dem MVP ausgezeichnet wurde. Freut mich natürlich. Toll, aber die Meisterschaft zählt mir doch einiges mehr. Ich versuche mal zu beschreiben, wenn man so lange durch solche Täler geht, was das für ein Gefühl jetzt gerade ist. Ja, ich kann das nicht in Worten irgendwo aussprechen. Großes Kompliment an die Mannschaft, die Trainerstab, you know, unsere Familie mit Daniel, die Unterstützung auch von unseren Fans. You know, wir sind die Eishockeystadt aus ganz Deutschland und dieses Jahr haben wir eine super Saison zu Ende gespielt und ich freue mich für die, das Pokal wieder in Mannheim zu bringen. Nach dem dritten Spiel haben nicht mehr allzu viele auf Mannheim gewettet, aber diese Mannschaft, wenn sie eine Qualität von vielen hat, dann die Tatsache, dass sie zurückkommen kann. Ja, ich glaube, das ist, you know, das ist Erfahrung. Das ist auch ziemlich relaxed, obwohl die Ergebnisse war hoch. Ich glaube, das ist eine Kunst, dass man auch, da braucht man die Spieler, aber dann braucht man auch die Coaches dafür, einfach zu sagen, okay Jungs, so ein paar Änderungen haben wir gemacht und Ingolstadt hat ab die vierte Spiel nicht mehr reagieren können. Niki, du hast vieles, vieles erlebt in Mannheim, viele tiefe Täler in den letzten Jahren, die Fastmeisterschaft 2012. Beschreib mal, wie es jetzt ist. Ja, das ist schwer zu beschreiben. Das ist einfach so ein geiles Gefühl, das muss man einfach erlebt haben. Und gerade nach dem bitteren Aus gegen Berlin wollten wir das Jahr für Jahr. Und ich meine, dieses Jahr hat sich schon so leicht angekündigt. Wir haben eine super Saison gespielt und ich glaube, wir haben uns das jetzt über die komplette Saison einfach nur verdient. Und ich bin gerade einfach nur überglücklich. Nach dem dritten Spiel gab es eine große Sitzung am nächsten Tag, die sehr emotional war. War das der Turning Point von dieser Serie vielleicht, dieses Zusammensitzen und auch Zuhören und jeder reden? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das war durch die komplette Saison hinweg der Teamzusammenhalt. Hat jeder mit jedem gesprochen, wenn irgendwas war. Und ja, jetzt nach dem dritten Spiel, irgendwann, wenn du als Mannschaft die Schnauze vor hast zum Verlieren, dann fängst du an zu gewinnen. Und das haben wir gemacht und das zeichnet uns aus. Niki, du weißt nicht, was in Mannheim los war. Wir haben die Bilder gesehen. Die SAP-Arena war ausverkauft heute Abend. Da hat keine Maus mehr reingepasst. Das ist kaum vorstellbar, ne? Nee, gar nicht. Also ich habe heute Mittag mal irgendwann aufs Handy geschaut und habe gehört, dass über 10.000 Karten verkauft sind. Aber dass das jetzt ausverkauft ist, einfach nur Wahnsinn. Mannheim ist eine Eishockey-Stadt. Und ja, mich freut es einfach nur, dass wir das Ding geholt haben. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz Riesending für Mannheim und für alle Fans in Mannheim. Ich glaube, nach so einem Sieg gibt es jetzt Orangensaft in der Kabine, oder? Als erster Sportler. Mit Sicherheit. Und diese Bilder gehören für mich zu den eindrucksvollsten von dieser Meisterschaft. Es ist 3.30 Uhr. Am Donnerstagmorgen vor der Halle warten nicht nur die Ehefrauen und Freundinnen der Spieler, sondern in der Halle waren noch knapp 2.500 bis 3.000 Zuschauer. Das ist unglaublich. Unfassbar, diese Bilder.
Morgens um 3:30. Das ist ein normaler Arbeitstag. Es ist Donnerstag, aller Herrgottsfrühe. Und dann ist diese Halle noch zu gut einem Viertel gefüllt. Am Freitagabend steigt die Meisterfeier am gleichen Ort. Und man kann davon ausgehen, dass das mindestens so stimmungsvoll wird wie das hier am Donnerstagmorgen. So Richtung 4:30.